Wir kommen zum zweiten Preisträger und ich darf Erich Girlek auf die Bühne bitten und Martin, dich um deine Laudatio. Erich, es ist mir eine besondere Freude, dir heute den Dr. Elisabeth Wundsam-Preis für außergewöhnlichen persönlichen Einsatz zur Förderung der Selbstbestimmung behinderter Menschen verleihen zu dürfen. Für jene, die den Erich vielleicht noch nicht so gut kennen, habe ich mir erlaubt, ein paar Sachen zusammenzuschreiben. Und ich entschuldige mich gleich, wenn ich ganz wichtige Dinge vergessen habe. Mein Konzept hatte zuerst 4 Seiten und ich habe den ganzen gestrigen Tag herumgetan, was ich denn wegstreiche. Also entschuldige, wenn ich manches vergesse. Der Erich ist 1977 in Salzburg geboren und er ging dort in eine Sonderschule, hat er erzählt. Er hat dann viele Jahre in der geschützten Werkstätte gearbeitet. Das war nicht immer schön, aber es war. Wichtig für die heutige Preisverleihung ist der Zeitraum nach 2009. Der Erich wurde Experte in eigener Sache und jetzt leitet er das Selbstvertreterinnenbüro der Lebenshilfe in Salzburg. Und er ist zusätzlich noch Mitglied im unabhängigen Netzwerk Selbstvertretung Österreich. Und du bist schon fast ein Multifunktionär. Vorstandsmitglied bei Knackpunkt Selbstbestimmt Leben Salzburg. Was macht der Erich so? Er setzt sich vehement für die Rechte von Menschen mit Lernschwierigkeiten ein. Und was ist das konkret? Richtigen Lohn zu bekommen für Arbeit. Richtigen Lohn zu bekommen. Der Erich setzt sich dafür ein, dass Sonderschulen abgebaut werden. Stimmt das eh alles? Ja. Und gleiche Rechte für Menschen mit Lernschwierigkeiten in Österreich durchgesetzt werden. Aber ausgezeichnet beim Dr. Elisabeth Wundsam-Preis werden Leute, die auch schon was erreicht haben. Und deswegen sitzt der Erich hier. Der Erich ist einer der wesentlichsten Selbstvertreter in Österreich. Er hält für das Justizministerium Vorträge im Bereich Erfahrungen mit der Sachwalterschaft. Mehr noch, er ist wesentliches Arbeitsgruppenmitglied in einer Arbeitsgruppe des Justizministeriums, wie die Sachwalterschaft in ein Erwachsenenschutzgesetz umgewandelt wird. Er ist zusätzlich noch Mitglied in der Begleitgruppe des Nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Und da bemüht er sich, dass alle Unterlagen so aufbereitet werden, dass sie in leichter Lesen vorhanden sind, damit sie wirklich alle Mitglieder der Arbeitsgruppe verstehen. Er gründete den Arbeitskreis in Salzburg. Das Ziel davon ist die Vernetzung von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Und seit Jänner 2014 hat er begonnen, eine Ausbildung zum Peer-Berater zu machen. Und was mich besonders freut, das hat mir der Erich heute in der Früh verraten, seit gestern ist er damit fertig und er hat den Abschluss geschafft. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Aber wer den Erich kennt, so wie ich das schon ein paar Jahre darf, weiß natürlich, dass er noch viele Ziele vorhat. Und ich erlaube mir da auch noch ein paar Ziele von dir vorzulesen. Die unterstützte Entscheidungsfindung ist so ein Ziel. Auch wenn jetzt das Erwachsenenschutzgesetz kommen sollte, ist das noch nicht ganz das, was du forderst. Aber ich bin mir sicher, du bist mit Vehemenz, mit vielen anderen dran, es durchzubekommen. Du setzt dich seit vielen Jahren ein für persönliche Assistenz für Menschen mit Lernschwierigkeiten und einer bundesweiten Regelung für persönliche Assistenz. Und dir ist es ganz wichtig, dass du schaffst einen Aufbau einer unabhängigen Selbstvertretungsstelle in Salzburg. Erich, du hast dich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Selbstvertreter
im Land Österreich entwickelt. Ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg dabei und dass du deine Ziele durchsetzen kannst und möchte dir hiermit den Preis überreichen. Und Erich, weil das bei uns so Tradition ist, gebe ich dir jetzt das Mikrofon. Okay, danke. Herr Martin. Ja, also ich kenne ja Martin ja schon sehr lange, also du im Monitoring-Ausschuss, wo ich auch immer dabei bin. Und durch die Begleitgruppen im Nationalen Aktionsplan. Und der Martin kennt mich so gut wie, glaube ich, sonst keiner, glaube ich. Und weiß, dass das in Salzburg noch viele Sachen noch, dass man noch viele Sachen noch umsetzen soll und muss, wie der Salzburger Monitoring-Ausschuss zum Beispiel. Und da werden wir natürlich gemeinsam natürlich das erreichen, dass es endlich einmal in Salzburg auch einen Monitoring-Ausschuss gibt. Und auch die persönliche Assistenz, da werden wir uns weiterhin natürlich dafür einsetzen, dass persönliche Assistenz österreichweit und auch in Salzburg natürlich auch persönliche Assistenz auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten, das es natürlich geben soll. Und persönliche Assistenz am Arbeitsplatz wäre natürlich auch eine Forderung. Ich danke dir, Martin.